So, und damit ein Heyho und herzlich willkommen hier zurück zu FIFA 19 The Journey Champions mit mir, eurem Lovers Kisan, und wir sind hier bei Danny Williams und haben noch einen Trainingstag. Wir haben noch einen Trainingstag vor uns und ich würde sagen, da trainieren wir auch. Flanken. Ich will perfekte Hereingaben in die Gefahrenzone. Jo, alles klar. Coach. Butler. So, ungedeckte Flanken und Flankenszenarios. Ja, zwei Flanken und schon bin ich auf dem A-Status. So muss es laufen. Ja, zu spät, schade. Ah, ging trotzdem ins Tor rein. Das ist die Hauptsache. Fast 12.000 Punkte. So, Flankenszenarios. Ziele in Flankenszenarios, möglichst viele Tore. Alles klar. Wow. Welli! Was ist das für eine Scheiße hier? Nie. Gleich auf Neustart. Na bitte. Na bitte. Egal, ist ein A. Reicht so. Solange es ein A ist, alles okay. Alles okay. Gutes Training, Jungs. Wenn ihr so trainiert, läuft das schon alles. Williams, du warst heute der Beste. Mach weiter so. Alles klar, Butler. Coach. So ist Ingame. Ich habe mich gerade gewundert, was das für ein Geräusch ist, aber das ist Ingame hier. So, weiter. Okay, letzter Spieltag, würde ich sagen, für die Vorrunde, wenn ich richtig liege, und zwar Schachtar gegen Liverpool. Müsste, glaube ich, sechster und letzter Tag für die Vorrunde sein. Wenn ich richtig liege. Also für die Gruppenvorrunde. Wir begrüßen Sie zu diesem sechsten und letzten Gruppenspiel in der Sei ich ja. diesjährigen UEFA Champions League. Und wir sind auch heute wieder Wolf Huss und Frank Buschmann, also das gewohnte Team. Und das wird wieder klasse heute. Kennen wir ja aus dem Wettbewerb. Schachtar Donezk heute also gegen Liverpool.
Heute geht die Gruppenphase hier zu Ende, Buschi, in dieser UEFA Champions League. Es war mal wieder eine überragende Vorrunde, oder? Ja, das macht Appetit auf mehr. Also ich kann ja gar nicht mehr warten auf die K.O.-Runde. Ha, herrlich! So sieht die Startelf von Donetsk aus. Das könnte die Führung geben. Da ist das erste Tor und das Spiel geht richtig gut los. Ja, das verspricht eine sehr interessante Partie zu werden. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Stark gemacht, das könnte was werden. Williams, Tor Liverpool. Und da macht er sein zweites Tor. Jetzt steht es 2:0, das dürfte ihnen Ruhe geben. Maxim Malyshev. Naby Keita. Van Dijk. Williams am Ball. Und jetzt die Chance. Was für ein Reflex. Einfach nur perfekt gemacht. Eine tolle Aktion. Liverpool jetzt mit der Ecke. So, Ecke kommt. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Naby Keita. Williams. Brillant gemacht. Das ist der Dreierpack für ihn. Der ist heute nicht zu halten. Sie liegen deutlich vorn. Jetzt über Williams. Jetzt ist er durch. Schießt ihn rein. Williams macht das Tor. Und irgendwann ist er dann nicht mehr aufzuhalten und bleibt auch vor dem Tor ganz ruhig. Eine super Szene. Er ist einfach gedankenschneller als alle anderen. Und der Gegner strahlt nicht mehr allzu viel Gefahr aus. Das ist jetzt seine Chance. Und jetzt ein Schuss. Tor Danny Williams. Und der fünfte für Danny Williams. Beziehungsweise für Liverpool. Ich bin nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich hier jetzt von der Entscheidung spreche. Jetzt Williams. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Und er schießt. Danny Williams, Tor. Zack. Der Gegner kann ihnen einfach nicht viel entgegensetzen heute. Sie überzeugen auf ganzer Linie. Stepanenko. Ah, ärgerlich. Ballverlust. Tyson. Weg ist der Ball. Oh Gott. Den Ball kann er abfangen. Ist mir egal. Eine Verwarnung aus, keine gute Aktion. Mir ist scheißegal. Es gibt eine Verwarnung. Gelb ist angemessen in dieser Szene, Wolf. Nein. Immer nur angemessen, wenn der Gegner eine Karte kriegt. Ups, da habe ich meinen eigenen gegrätscht. Oh, mit der Aktion holt er sich wohl gelb ab. Alter, wie viel zeigt den gelb? Kann man durchaus geben. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Mohamed Salah. Danny Williams. Na komm. Liverpooler Platz. Jetzt die Flanke. Die Flanke bleibt hängen. Da passt er auf. Ball geklärt. Liverpool mit dem Einwurf. Naby Keita. Hereingabe jetzt. Nein, doch nicht. Die Flanke kam nicht so gut rein. Jetzt bin ich gespannt, wie er die Ecke reinbringt. Anderson mit. Und jetzt die Chance. Oh, ein Eigentor. Ein Eigentor, was? Da wurde er auf dem falschen Fuß erwischt und dann fälscht er den Ball Schuss ins eigene und Tor ab. Zack. Ja, nicht wirklich glücklich. Oh, wie mies. Der Kopfball ging sozusagen an den Dingsspieler. An den einen Spieler, der da im Tor stand. Da ist die Hereingabe.
Der Abwehrspieler hat den Ball klasse geblockt. Das ist der Treffer. Oh, das ist den mies. Kannst du nicht halten. Der Schuss geht in die untere Ecke. Ganz also das ist wirklich mies gewesen. Der Ball in meinen Augen zumindest behalten. Das sieht man auch nicht alle Tage. So ein eindeutiges Spiel. Sie haben wirklich alles im Griff. Maxim Malyshev. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Sie kommen über den Flügel. Gutes Deckling auf außen. So natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Wijnaldum. Naby Keita. Das könnte die Chance werden. Mané, die Chance. Keine schwierige Aufgabe. Der Abschluss war schlicht und ergreifend zu schwach. Die Nachspielzeit wird angezeigt. 3 Minuten gibt's. Danke. Schwache Aktion, Ballverlust. Williams. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Er ist da und kann den Ball hier klären. Okay. Die erste Hälfte war ganz... Sie haben eine überzeugende erste Hälfte gespielt. Wenn Sie weiter konzentriert bleiben, dürfte in Durchgang 2 nicht mehr viel passieren. Hereingabe. Erstmal rausgeforstet. Williams. Mané, die Chance. Oh, so knapp. Ein weiteres Tor erzielt. Knapp vorbei. So knapp vorbei, ey. Buff. In der ersten Hälfte hat er richtig gut gespielt, oder Buschi? Sensationelle erste Hälfte von ihm. Überhaupt nicht zu halten von den Gegenspielern. Der geht nicht rein, jetzt vielleicht. Klasse Flanke. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Da muss er sich gar nicht groß anstrengen. Aber oh, vorher natürlich Gott. Riesenparade. Die würde ich mir gerne nochmal anschauen. Die war unfassbar. Gutes Auge in dieser Situation. Er entscheidet auf Vorteil. Und so, es gibt Abstoß. Raus da. Ein neuer Mann macht sich bereit. Jürgen Klopp will da jetzt wechseln. So ist es. Mohamed Salah wird rausgehen. Muss Einwurf geben. Botko. Das check ich jetzt nicht. Marlos. Der hat ihn rausgeschossen, aber... Er macht auch den Einwurf. Hallo? So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Sie holen sich den Ball. Freistoß, und das ist auch die richtige Entscheidung. Ja, ja. Das war Bullshit, aber. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. So. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Shaqiri. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Eigentlich Danny Williams. Williams am Ball. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Schöne Flanke. Gehalten. Oh, unglaublich, oh Wolf. Was für ein sensationeller Reflex. Ecke, oh, Shaqiri. Zack. Hereingabe kam gut, zack, aber der Ball ist erstmal weg. Zack, zack. Jetzt vielleicht. Zack, zack. Er passt auf und wirft sich in den Schuss. Ein neuer Mann macht sich bereit. Jürgen Klopp will da jetzt wechseln. Und ich bin mal gespannt, welche Auswirkungen diese Umstellung auf ihr Spiel hat. Sie müssen aufpassen jetzt im Spielaufbau. Das macht er gut. Anderson. Und jetzt die Chance. Tolle Aktion vom Torwart. Gleich kommt der Eckstoß rein. Yep. Ecke Shaqiri.
auf der Linie gerettet. Ganz stark gemacht. Und das war so knapp. Wahnsinn. Feierabend für heute. Tolle Leistung. Kein Wunder also, dass die Fans ihn so verabschieden. Und das absolut verdient. Das war ein wirklich starker Auftritt. Einer der besten heute. Jetzt Shaqiri am Ball. Gut gemacht. Er hat den Ball erobert. Und jetzt haben sie den Ball. Zack. Jetzt Williams. So. Jetzt vielleicht. Scheiße. Da vergeht viel Zeit. Stimmt, habe ich nicht dran gedacht. Und die Fans sind überhaupt nicht zufrieden. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Williams. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Ganz wichtig. Direkt in die Arme des Torwarts geschossen. Auch gut. So kann man es natürlich auch falsch machen. Weg ist der Ball. Jetzt über Williams. Machen wir das halt über eine Flanke. Mané, die Chance. Etwas abseits. Später. Und er ist frei durch. Aber so ist es abseits. So, wir haben einen Wechsel bei Schachtar Donetsk. Ja, soll noch mal ein neuer Impuls von der Bank kommen. Und jetzt die Chance. Da kommt die Hereingabe. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Komm schon. 3 Minuten Nachspielzeit wird es hier geben. Alan Patrick. Super dazwischen gegangen. Irgendwo da hinten hin. Bitte schön, Torwart. Wir haben Feierabend. Setzt sich durch, holt sich am Ende den Sieg in unserer heutigen Partie. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Er hat sie quasi im Alleingang zum Sieg geschossen. Eine Wahnsinnsleistung. Ja, ja. Klar. Und damit haben wir auch das zweite Kapitel von Danny Williams abgeschlossen. Wir haben es geschafft, jedes Training zu absolvieren und keine Trainingssimulation auszuführen. Somit auch in beiden UEFA Champions League Gruppenspielen gegen PSG je ein Tor. Und in den ersten 3 Premier League Spielen mindestens 6 Punkte zu erreichen. Dementsprechend haben wir da jetzt nämlich einen kleinen Bonus von den FIFA Ultimate Team Leihspieler bekommen. Wir wollen aber Journey weiterspielen natürlich. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir dann das dritte Kapitel bei Kim Hunter anfangen. Und dementsprechend würde ich sagen, tschüss, ciao, euer Lovers Gesandt. See ya. Step up.